Jo, Mahlzeit, Leute, hier bin ich wieder, euer Hometown Retro. Mini Pickup Time, wirklich Mini, Mini Pickup Time. Ich will euch erzählen, was die Woche so bei mir los war, mit einer riesen Überraschung und ein paar kleine Pickups. Und ja, der Rest kommt wie immer nach dem Intro, Leute. Jo, Mahlzeit, Leute. Ich will euch ein bisschen erzählen, was diese Woche bei mir los war. Ich habe ein paar kleine Pickups, nicht so viel, ich war auch nicht groß auf der Suche, habe aber trotzdem für mich und meine Sammlung wieder ein paar schöne Sachen gefunden. Unter anderem ein Spiel, das diese Nacht released wurde, wo ich mir extra den Wecker für gestellt habe. Und ja, ich fange einfach mal an. Und zwar war ich am Freitag auf der Arbeit, ich hatte Spätschicht, fange um 9 Uhr an, musste bis 19 Uhr arbeiten und habe irgendwann so gegen 11 dann eine Nachricht bekommen. Ich hatte eigentlich angekündigt, dass ich einen Geburtstagsstream machen wollte, den Freitagabend. Und ja, dazu ist es nicht gekommen. Ich habe den Stream dann nachher gestrichen, weil ich eine Einladung vom Tequila bekommen habe, beim Retro-Stammtisch teilzunehmen. Bei diesem Stammtisch war der Rebento war dabei, der Klaus von Back to the Past war dabei, der Tequila 86 war selber dabei, Fero war dabei, Gary war dabei und ich bin von dieser Einladung total überrascht worden, habe mich tierisch drüber gefreut, habe den Tequila dann sofort geantwortet, hör mal, bei mir ist leider das Problem, ich lebe ein bisschen in der Steinzeit hier, ich habe keinen Laptop zu Hause, wo ich es drüber machen kann, ich bin absolut null ausgestattet. Der sagte, hey, weißt du was, das ist überhaupt kein Ding. Lad dir Skype runter, geht über Handy, alles easy. Und an dieser Stelle, Leute, möchte ich mich nochmal herzlichst bei allen Stammtischteilnehmern bedanken, dass ihr eine Engelsgeduld mit mir hattet, zwecks Tonstörungen, Ausfall meines Internets und ja, ich muss da ein bisschen aufrüsten, Leute. Aber es hat mir tierisch Spaß gemacht, euch alle mal kennenzulernen. Und Leute, falls ihr die Leute, die anderen YouTuber, meine Kollegen noch nicht kennt, schaut sehr gerne beim Rebento vorbei, schaut beim Gary vorbei, schaut beim Klaus von Back to the Past vorbei, beim Tequila 86 natürlich selber. Und Fero bin ich mir nicht ganz sicher, ob er mittlerweile den Kanal gestartet hat. Ich weiß es nicht ganz genau, aber Leute, ich war total nervös. Also der Tag ist folgendermaßen abgelaufen. Ich habe die Einladung bekommen, habe mich dann mit Tequila kurz geschlossen. Ich lade mir Skype runter und wir machen das dann. Tiki meinte dann zu mir, alles klar, guck, dass du ab 19 Uhr aktiv bist. Ja, nicht machbar, Leute. Und bis 19 Uhr muss ich arbeiten. Ich habe eine halbe Stunde Erstschluss gemacht, bin nach Hause geflogen, bin mit meinem Hund raus, habe alles installiert, habe mir Skype runtergeladen und es ging einigermaßen. Also bis auf meine leichten Tonaussetzer und so, hat es echt Spaß gemacht, Leute. Es hat mir mega Spaß gemacht, euch kennenzulernen. Ihr seid echt sehr, sehr, sehr zuvorkommende. Mit super viel Kenntnis vom Sega über Nintendo, über spezielle Richtungen beim Gary, über Resident Evil. Und ich glaube, der Ben vom Rebento ist ein riesen Sega-Spezialist und viel, viel Nintendo-Wissen dabei. PlayStation ist natürlich auch viel dabei. Leute, schaut euch gerne das Video an vom Stammtisch, geht beim Tequila auf den Kanal und dann könnt ihr das Video gerne nochmal ansehen. Und wie gesagt, Leute, nochmal vielen herzlichen Dank, da ich dabei sein durfte, dass ihr die Engelsgeduld mit mir hattet und ja, da ich ein bisschen mitschnacken durfte. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Ich werde jetzt aufrüsten und da komme ich zu meiner Frage an euch, Leute. Falls ihr Erfahrungen habt mit irgendwelchen Chats oder Community Talks, gib mir gerne ein paar Tipps, wie ich meine Tonspur verbessern kann. Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps für mich an Headsets und ich muss mir unbedingt einen anständigen Laptop anschaffen, der den ganzen Spaß verarbeiten kann. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, Leute, was ihr Tipps für mich habt, sämtliche Headsets hin und her. Ich bin zurzeit immer montags über die PlayStation 4 am Stream, das ist ganz easy. Kamera an, PlayStation an, Share-Taste drücken und ab die Post. Das ist alles ein bisschen einfacher beim Stammtisch. Ich würde super gerne wieder beim Stammtisch teilnehmen, aber ich habe mir gesagt, das hat halt keinen Sinn, weil ich bin nachher auch rausgegangen, weil mein Internet total abgekackt hatte übers Handy. Ich will den anderen meinen Stream natürlich nicht versauen und möchte dementsprechend natürlich auch gut aufgerüstet sein. Und das ist jetzt mein erstes Ziel, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, wirklich mir anständige Sachen anzuschaffen, damit ich, falls ich nochmal an so einer Runde teilnehme, ja, dass die Qualität auch dementsprechend auch für euch Zuschauer gegeben ist. Ja, Leute, dann kommen wir zum Pickups. Wirklich nur eine kleine Runde und zwar habe ich für meinen Nintendo DS
Ich war an Neusi-Tage und habe mir ein Nintendo DS-Spiel geholt, was ich unbedingt haben wollte. Und zwar leider nicht in OVP, aber in schönem Zustand habe ich mir für 5 Euro einmal nur Super Mario Bros. Für den Nintendo DS gegönnt. Für 5 Euro, schöner Zustand. Ich finde, da kann man überhaupt nichts sagen. Habe ich ein neues abgeholt, waren so, ja, 20 Minuten Fahrt von mir. 15, 20 Minuten. Einmal New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS. Es ist normalerweise ein 15-Euro-Titel. Ich blende euch wie immer den Preis hier wieder ein. Für 5 Euro habe ich den sehr gerne mitgenommen. Wie gesagt, Leute, ich fahre einen Gaswagen und da kostet der Sprit nichts. Und generell ist der Sprit ja im Moment im Keller. Und ja, easy, bevor man gar nichts findet, ne? Dann kommen wir zum Tauschdeal, Leute. Ich hatte einen schönen Tauschdeal mit dem Bürgermeister. Auch da gerne mal reingucken. Lasst Grüße da. Abonniert den Bürgermeister gerne. Ich hatte beim letzten Flohmarkt, wo ich war, in Düsseldorf, die Fat Lady gefunden, 60 GB abwärtskompatibel. Und blöderweise ging sie an, ging aber sofort wieder aus. Ich habe sie dann zum Tausch angeboten. Wer sich als erstes meldet, gerne was zum Tauschen anbieten. Leute, ich habe jetzt mit dem Bürgermeister getauscht. Und zwar für mich vollkommen in Ordnung, hat er mir zwei Kindheitsträume erfüllt wieder und hat mich auch wieder in eine Richtung gedrückt, wo ich jetzt gerne mit anfangen möchte zu sammeln. Und zwar habe ich meine Fat Lady, ich weiß, sie ist wesentlich mehr wert, Leute, aber ich habe 20 Euro am Flohmarkt dafür bezahlt. Die funktioniert nicht. Der Flo von ehemals Baltic Game, jetzt Bürgermeister, ist das Risiko eingegangen, hat gesagt, hey, sollen wir was tauschen? Und ich wusste, der Bürgermeister hatte ein paar Hasbro-Wrestling-Figuren abzugeben. Und zwar habe ich mir dann für meine PlayStation 3 Fat Lady, die defekt ist, einmal den Hulk Hogan ausgesucht. 1991 Hasbro-Figuren, Leute. Hier ist die Funktion auch vollkommen in Ordnung. Hier ist ein bisschen der Lack ab, aber das stört mich nicht groß, ne? Das ist quasi der Startschuss für meine WWF, war es ja da noch, Wrestling-Figuren zu sammeln. Voll cool. Einmal Hulk Hogan, hier auch wieder der Preis. Und einmal. Da hat der Bürgermeister gesagt, ja, der ist ein bisschen sunfaded, aber ich wollte diese Figur unbedingt haben. Aber er hat gesagt, hey, da kriegst du ein Erinnerungsstück aus meiner Kindheit. Das ist wirklich meiner aus der Kindheit noch. Und zwar einmal Bret, The Hitman Hart. Hier ist das Gesicht ein bisschen sunfaded, stört mich aber nicht. Auch 1991 Hasbro, Leute. Wenn ihr Wrestling-Figuren sammelt, meiner Meinung nach, die Hasbro-Figuren von 91 sind die wahren Wrestling-Figuren. Die 2000er-Reihe oder die Reihen, die danach kommen von Mattel, finde ich persönlich nicht so toll. Die sind richtig cool, auch aus meiner Kindheit. Hier natürlich nochmal der Preis zu Bret the Hitman Hart und ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Das zu meinem Tauschdeal mit dem Bürgermeister. Sehr cool, freut mich. Gehen so in mein Regal und das ist der Startschuss für mich, auch Wrestling-Figuren zu sammeln jetzt. Mir fehlt noch der Undertaker, den würde ich sehr gerne haben. Tatanka würde ich gerne haben. Dann würde ich gerne den Macho Man noch gerne haben. Mr. Perfect. Diese ganzen Standardleute, die es halt früher gab. Und ja, wieder ein neues Ziel gesetzt, ne, für die Sammlung, Leute. Ja, dann hatte ich einen Deal diese Nacht. Und zwar habe ich Geburtstag mit meiner Frau gefeiert. Ich darf ja logischerweise jetzt in der Situation keine Freunde einladen. Habe dann Geburtstag mit meiner Frau gefeiert. Wir haben ein bisschen was getrunken, haben ein bisschen Bass gezockt, haben uns gegenseitig ein bisschen das Leben schwer gemacht und wir hatten Spaß und ja, ein bisschen was getrunken dabei. Haben ein bisschen zu zweit Geburtstag gefeiert. War ein schöner Abend. Und Marcel, Grüße gehen natürlich auch raus an dich. Du weißt, was ich meine. Und ja, ich habe mir dann den Wecker gestellt. Wir haben so bis ungefähr 11 Uhr gefeiert. Ich habe mir dann den Wecker gestellt, um kurz nach 12. Und zwar habe ich mir nochmal ein Spiel von Strictly Limited gegönnt. Und zwar hat Strictly Limited um 12 Uhr den First Release von Guns Gore in Cannoli 2 rausgehauen. Und ich habe früher den ersten Teil verpasst. Ich habe mich total geärgert, wo ich angefangen habe, mit Strictly Limited Spielen zu sammeln. Der erste Teil von Guns Gore in Cannoli ist ein teurer Titel geworden, den kriegt man nicht unter 100 Euro. Und jetzt ist es so, dass Strictly Limited, Guns Girl und Guns Gore and Cannoli 2 rausgehauen hat. Und man konnte eine Variante bestellen für 45 Euro. Da war der erste Teil und der zweite Teil drauf. Man konnte für die Switch einen Teil bestellen. Natürlich wieder eine Collectors Box auch und hin und her. Ich habe mir jetzt die normale Variante bestellt für 25 Euro. Und damit ihr seht, wovon ich überhaupt rede, ich mag diese Spiele. Ich habe das jetzt nicht wegen dem Wert gekauft. Ich habe mich früher echt
mega geärgert, weil ich den ersten Teil verpasst habe. Und ich blende euch mal kurz ein kurzes Gameplay ein. Es ist ein bisschen aufgemacht wie Metal Slug und ich mag diese Spiele super. Diese, ich sag einfach mal, ein Side-Scrolling, Shoot'em-up mit Figuren einfach. Ne? Ich blende euch mal kurz diesen Gameplay ein. What's going on out there? I just tangled with half a freaking battalion of Nazis! It seems there's some little gangster in town. Calls himself the Dark Don. Running his show straight out of Thug Town. I don't know what those weirdos walking for, but I ain't gonna sit here and do nothing about it. We should fly to Europe and kick their asses. You do know there's a war going on there, right? Ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich das bekommen habe. Für 25 € inklusive, nee, 29 € inklusive Versand. 25 hat das Spiel gekostet. 4 € Versand. Um 23.59 Uhr habe ich mir den Wecker gestellt und um 0.03 Uhr war das Spiel bestellt und bezahlt. Und jetzt schauen wir mal, wie lange die Kollegen von Tricky Limited brauchen, um mir das Spiel zuzuschicken. Man kann meistens so mit 2-3 Monaten rechnen, bis die Spiele ankommen. Aber da freue ich mich drüber. Wieder ein Tricky Limited Spiel in meiner Reihe. Und ja, vielleicht komme ich irgendwann mal günstig an den ersten Teil. Und ich bin kein großer Tricky Limited Fan mehr, weil mittlerweile ist es wirklich so, zum Beispiel bei Slap and Beans und Ninja Warriors, was ich mir auch geholt hatte für die PS4 von Tricky Limited. 2 Wochen später waren die Spiele dann im freien Verkauf. Und das will ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich nichts mehr bestellen bei Strictly Limited, aber Gangs, Gore und Cannoli konnte ich mir nicht entgehen lassen, weil ich den ersten Teil verpasst habe. Ja, Leute, das war's schon wieder. Pickups, ein bisschen Gequatsche, was war los bei mir in der Woche. Grüße an alle anderen YouTuber. Rückt ein bisschen zusammen, Leute, gerade in den Zeiten. Tauscht ein bisschen untereinander. Schaut gerne bei allen anderen YouTubern rein, Leute. Treibt euch die Zeit ein bisschen. Und ich bin raus. Nächste Woche gibt es eine andere anständige Pickup-Folge wieder. Nächste Woche bin ich mal mit Marcel unterwegs und wir fahren sehr wahrscheinlich nach Real und schauen mal, was wir da so abpicken können, weil das zurzeit so der einzige Laden ist, der geöffnet hat und wo man Videospiele bekommt. Und da fahren wir dann nächste Woche Samstag sehr wahrscheinlich mal gucken. Mal gucken, welche Läden uns noch so über den Weg rennen. Und ja, Leute, morgen wird wieder gestreamt. Kurze Werbung noch. Schaut heute Abend sehr gerne ab 10 Uhr beim Bufti auf dem Kanal vorbei. Da ist der Bürgermeister am Start. Da wird ein bisschen über die 80er und 90er Retro-Kram gesprochen. Sind immer sehr, sehr, sehr coole Runden. Der Bufti ist auch ein dufter Typ und schaut da gerne rein, Leute. Lasst den Kollegen auch gerne ein Abo da. Und ja, ich bin raus, Leute. Bis nächste Woche oder sehr gerne bis morgen, Leute, im Livestream. Ab 7:30, 8 geht's los. Schaut da gerne vorbei, können wir ein bisschen schnacken. Ich bin raus, Leute. Euer Hometown Retro. Macht's gut. Bis nächste Woche. Haut rein.